Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Lange Zeit hat es ja den Anschein gemacht, die Schweiz bliebe von der weltweiten Wirtschaftskrise weitgehend verschont. Mittlerweile zeigen sich, vor allem in den Großstädten, die verheerenden Folgen der anhaltenden Depression. Besonders betroffen dabei ist die Finanz- und Wirtschaftsmetropole Zürich, wie ein Augenschein an der einst pulsierenden Schlagader des Konsums der Bahnhofstrasse zeigt. Wie jeden Samstag seit Beginn der Wirtschaftskrise haben sich auch heute wieder Tausende zum stummen Protest vor dem Globus versammelt. Geschwächt und ausgezehrt bleibt vielen nicht die Kraft, sich aufrechtzuerhalten. Unschuldig, arbeits- und obdachlos geworden, tragen sie die wenigen Habseligkeiten, welche sie aus ihren zwangsgeräumten Wohnungen retten konnten, in Plastiksäcken mit sich herum. Die sozialen Werke sind vom Ansturm mittelloser junger Familien überfordert. Die knappe Menge Grundnahrungsmittelmarken wird ihnen förmlich aus den Händen gerissen. Wer es sich leisten kann, lässt sich in einer der zahlreichen Gassenküchen verpflegen, wo sich regelmäßig lange Schlangen bilden. Allen anderen bleibt keine andere Wahl, als ihren Hunger mit Abfall zu stillen. Ein tristes Bild und die Aussichten sind nicht minder trüb. Eine Verbesserung der Wirtschaftslage ist nicht in Sicht. Und in den Gesichtern dieser Menschen spiegelt sich die Hoffnungslosigkeit, in welcher sie Tag für Tag ihr armseliges Dasein fristen. Soweit unser Bericht aus den Slums von Zürich. Kommen wir nun zum Börsenbericht. Der SMI hat auch heute wieder kräftig zugelegt und schließt im deutlichen Plus von 7.543 Punkten.